Termin behandeln heute das sechste Thema und haben 85% des Examenstoffes schon abgedeckt. Das heißt, wir haben jetzt noch etwas über die Hälfte der Zeit für ungefähr 15% des Stoffes. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, weil wir heute, wie gesagt, schon so weit sind, nutzen wir die Gelegenheit, um zu gucken, was denn bei Ihnen hängen geblieben ist. Das bietet sich hier besonders an, weil wir haben jetzt schon die wichtigsten Sachen behandelt und deshalb wiederholen wir mal. Und bevor wir wiederholen, denn hinterher wäre es unfair, haben Sie jetzt die Chance zu entscheiden, wie gut Ihnen diese Veranstaltung gefallen hat, indem Sie auf vote.hhu.de gehen, vote.hhu.de. Und das funktioniert. Ich habe das heute nochmal ausprobiert. Das ist Hightech, sind begeistert. Jetzt können Sie wirklich abstimmen. Das habe ich gestern um 12:30 noch kontrolliert. Nachts. Also heute um 12:30. Jetzt haben Sie die Chance. Das kann man nicht zurückverfolgen. Noch nicht. vote.hhu.de. So, wenn Sie jetzt abgestimmt haben, dann schauen wir jetzt mal, was dabei rauskommt. Einige von Ihnen finden es zu schnell, einige von Ihnen finden es unverständlich, einige von Ihnen sagen, Sie quatschen miteinander zu viel und einige oder viele sagen, wir machen zu wenig Fälle. Gut, das werden wir jetzt ändern. Machen wir viel mehr Fälle, haben Sie jetzt davon. Ganz am Anfang haben wir gesprochen über Kaufleute und Unternehmer. Jetzt muss ich ja noch nicht wegtun. Jetzt kommt die Kontrollfrage zum ersten Kapitel. Ha, das ist perfekt durchdacht. Mal gucken, was Sie von den ersten beiden Stunden noch behalten haben. Das müssen Sie wissen im Schlaf. Zähler hier. 54, 54, 55, 56, 58. Schaffen wir die 60 noch? Ja, wir haben die 60 erreicht. So. Ja, toll. Ja, die 70 schaffen wir nicht mehr. So. Gucken wir mal, was Sie dazu gesagt haben. 43 haben die erste Antwort angekreuzt und die erste Antwort ist richtig. Warum ist sie richtig? Was ist ein Unternehmer? Wo steht das? Ja? Paragraph 14 Absatz 1 BGB. Und was setzt ein Unternehmer voraus? Na? Ja? Genau. Er muss bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts im Rahmen einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handeln. Hier, was ist ein Kaufmann? Ein Kaufmann ist jemand, der ein Gewerbe betreibt. Ein Gewerbe wiederum setzt voraus, selbstständig, dauerhaft, nach außen auf einen Markt. Das heißt, jedes Gewerbe erfüllt automatisch die Voraussetzungen des Unternehmertums. Also sind Kaufleute immer auch gleichzeitig Unternehmer.
Zweite Aussage ist dagegen falsch. Nicht jeder Unternehmer ist auch Kaufmann. Sie erinnern sich, Kaufmann ist geregelt in § 1 folgende HGB. Und nicht jeder, der Unternehmer ist, ist Kaufmann. Kennen Sie ein Beispiel für jemanden, der Unternehmer ist, aber nicht Kaufmann? Ja? Der kleine Kioskbesitzer um die Ecke, wenn er nicht freiwillig sich eintragen lässt. Und wenn wir uns die letzte Antwort angucken, auf einen Freiberufler finden die Forschung über Kaufleute Anwendung stimmt nicht. Freiberufler sind insbesondere Ärzte und Anwälte. Die sind keine Kaufleute, denn Ärzte und Anwälte handeln im Interesse der Allgemeinheit und nicht aus purem Eigennutz. Klar? Also merken Sie sich, sowohl Freiberufler als auch Kaufleute sind Unternehmer, aber nur, umgekehrt. Aber es ist nicht zwingend so, dass jeder Unternehmer Freiberufler ist und es ist nicht zwingend so, dass jeder Unternehmer Kaufmann ist. Gut, dann testen wir das jetzt nochmal weiter. Nachdem ich es mit viel Mühe jetzt gerade erklärt habe, sollte diese Antwort jetzt ganz einfach fallen. Es können mehrere richtig sein. Ja, drei haben schon aufgehört zu stimmen. Ja, schauen wir mal. Ein Anwalt ist Freiberufler, er betreibt aber kein Gewerbe, weil Gewerbe das negative Merkmal hat, kein freier Beruf. Und derjenige, der es angekreuzt hat, sollte sich merken, Anwälte üben kein Gewerbe aus, weil sie handeln nicht fürs Geld. Da die Anwälte kein Gewerbe ausüben, sind sie auch kein Kaufmann, aber sie sind Unternehmer im Sinne von § 14 Absatz 1 BGB. Aber wir können die Schwierigkeit noch steigern. Jetzt wird es richtig schwierig, sehen Sie. Wir üben das jetzt so lange, bis es jeder kann. Am Ende der Veranstaltung können Sie jetzt alles im Schlaf. Die Zahl da unten ist immer unterschiedlich. Ja, also, eine Partnerschaftsgesellschaft, da haben wir drüber gesprochen, ist keine Handelsgesellschaft. Es geht hier um den Paragraphen 6 HGB, Sie erinnern sich, da habe ich drüber gesprochen. Und 6 HGB sagt, Handelsgesellschaften sind immer Kaufleute. Und wir haben gelernt, Handelsgesellschaften sind insbesondere welche? Wie muss das heißen, wenn es eine Handelsgesellschaft ist? Oh. So lange ist es noch nicht her. Was sind Handelsgesellschaften? Hinterher heißt es wieder, ich nehme immer dieselben dran, ich sollte mehr Leute dran nehmen. Dann nehme ich jemanden dran, bin ich hinterher wieder der Böse. Also, Sie haben die Wahl, jetzt können Sie sich melden. Wenn Sie sich jetzt melden, ja, wunderbar. Sehr gut, es gibt Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften. Welche Personenhandelsgesellschaften kennen Sie denn? Was fällt Ihnen da so ein? Wo sind die denn geregelt, in welchem Gesetz wohl? Welches Sie dabei haben, hoffentlich. Ja. Zweites Buch des HGB und dort steht Handelsgesellschaften und stille Gesellschaften und daraus kann man dann rückschließen, dass stille Gesellschaften keine Handelsgesellschaften sind, aber die OHG und die HG. So ist es. Im zweiten Buch des HGB, da finden Sie die Handelsgesellschaften und die stille Gesellschaft und da finden Sie die offene Handelsgesellschaft, OHG, und die Kommanditgesellschaft, KG. Das sind die Personenhandelsgesellschaften. Und jetzt haben wir eben gehört, es gibt auch Kapitalgesellschaften. Welche beiden Kapitalgesellschaften sollte man kennen?
Ja? Ja, die Aktiengesellschaft und die GmbH. Und wir haben gelernt, AG und GmbH sind immer Handelsgesellschaften, egal was sie tun. So, damit wissen wir drei Dinge. Das erste ist, eine Partnerschaft ist keine OHG und keine KG, sonst hieße sie OHG oder KG. Also kann die Partnerschaft keine Handelsgesellschaft sein, denn sie ist weder OHG noch KG. Das heißt, die erste Aussage ist allein deshalb falsch. Die zweite und die dritte Aussage sind richtig, weil, ich habe eben gesagt, GmbH ist immer Kaufmann, egal was die machen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie gemeinnützig sind, ob sie Anwälte sind oder sonst was. GmbH ist immer Kaufmann. Die GmbH ist immer Kaufmann, das müssen Sie sich merken. Wenn da GmbH steht, brauchen Sie gar nicht drüber nachzudenken. Der Geschäftsführer einer GmbH ist kein Kaufmann. Der ist einfach nur ein Angestellter, der besondere Befugnisse hat. Der ist einfach ein Mensch, der für die arbeitet. Demgegenüber ist der Gesellschafter einer OHG derjenige, der auch haftet, und damit ist er Kaufmann. Ja? Der Geschäftsführer ist nur Angestellter, der vertretungsbefugte Gesellschafter haftet mit seinem Privatvermögen und damit ist er auch der Kaufmann im Sinne des HGB. Das ist alles, wenn Sie diese Sachen alle wissen, was Sie überhaupt jemals in Ihrem ganzen Leben zum Kaufmann wissen müssen. Ja, in Ihrem ganzen Leben, wenn Sie 100 Jahre alt werden, mehr müssen Sie nicht wissen. Dann haben wir gesprochen über das Handelsregister. Sie erinnern sich, Handelsregister. Und wir haben uns unterhalten darüber, was kann man denn da alles eintragen lassen. Also eintragungsfähige Tatsachen. Was kann man alles im Handelsregister eintragen? Ja, schauen wir mal. Wir haben darüber gesprochen, als wir über die Rosinentheorie gesprochen haben, dass man die Gesellschafter einer OHG im Handelsregister einträgt. Mit Namen. Deshalb die erste Aussage ist richtig. Die Gesellschafter einer GmbH trägt man nicht ein. Warum nicht? Weil die ohnehin nicht mit ihrem Privatvermögen haftet. Stattdessen haben wir auch darüber gesprochen, reichen Sie eine Liste ein. Sie erinnern sich, das war die Sache, das eine kostet 4,50 Euro und das andere nur 1,50 Euro. Und das hier ist das Billige. Ja? Beliebige Tatsachen dürfen Sie nicht eintragen. Das Handelsregister ist nicht die Zeitung, wo Sie eine Annonce schalten können. Das Handelsregister soll so wenig wie möglich, so viel wie nötig enthalten. Das heißt, man darf nur das eintragen, was im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. Sie können da nicht Grüße an Oma eintragen lassen oder was. Kleingewerbetreibende können sich im Handelsregister eintragen lassen. Was ist die Folge, wenn sich ein Kleingewerbetreibender im Handelsregister eintragen lässt? Ja? Dann ist er ein Kaufmann nach § 2 HGB. Das heißt, durch die Eintragung wird der Kleingewerbetreibende zum Kaufmann. 2 HGB. Und last but not least, die Vertretungsregelung einer OHG. Auch das hatten wir, als wir über die Rosinentheorie gesprochen haben. Da widersprach sich diese Eintragung und diese Eintragung. Also Sie sehen, das kann man eintragen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es immer noch Schwierigkeiten gibt, nämlich zu dem Thema Publizitätswirkung des HGB, des Handelsregisters. Und die Frage ist hier ganz einfach, was ist negative Publizität? Der Gegenbegriff heißt positive Publizität.
Tja, deshalb gibt es Missverständnisse dabei. Also, geschützt wird nur, wer in das Handelsregister schaut. Sie erinnern sich düster, das Besondere beim Handelsregister ist, es gilt Ihnen gegenüber das, was drinsteht oder was nicht drinsteht, unabhängig davon, ob Sie reinschauen. Ein abstrakter Vertrauensschutz. Man muss nicht ins Handelsregister reinschauen. Die Bekanntmachung wirkt auch immer dann, wenn Sie sie nie gesehen haben. Anders als bei einer Vollmachtsurkunde ähnlichem. Zweitens, was im Register steht, gilt als wahr. Das ist sogar doppelt falsch. Zum einen wäre das, wenn es überhaupt was wäre, positive Publizität. Wenn was drinsteht, ist es ja positiv. Es steht etwas drin. Und zum Zweiten gilt dieser Grundsatz nicht, denn was haben wir gelernt? Wenn im Handelsregister etwas steht, was unwahr ist, gibt es dafür eine Regelung in § 15. Wenn das Handelsregister lügt, ja? Das würde nur gelten, wenn es auch bekannt gemacht wurde. Das glaube ich nicht. Spielt die Eintragung überhaupt eine Rolle? Spielt es eine Rolle, ob was Richtiges oder Falsches eingetragen wurde? Ja? So ist es. Nach § 15 Absatz 3 kommt es nicht darauf an, ob überhaupt was eingetragen worden ist, ob das Richtige eingetragen worden ist oder das Falsche eingetragen worden ist, sondern egal was im Register steht, wenn die Bekanntmachung unwahr ist, dann gilt diese unwahre Bekanntmachung zu Lasten desjenigen, der sie hätte bekannt machen müssen. Das heißt, die Eintragung ist da völlig irrelevant. Es geht nur um die Bekanntmachung. Egal, was die Eintragung gesagt. Aber, was haben wir gelernt? Wenn die Eintragung falsch ist, wann kann man sich dann auf die Eintragung stützen? Unabhängig von der Bekanntmachung. Sagen wir, die Bekanntmachung ist richtig. Oder es musste gar keine Bekanntmachung erfolgen. Wann kann ich mich dann darauf berufen? Im Handelsregister stand aber was anderes. Was sagen Sie dazu? Ja? Ja, im Rahmen des allgemeinen Rechtsscheins, das setzt aber voraus, dass ich aktiv reingeschaut habe. Nur dann, wenn ich reingeschaut habe, kann ich mich auf die Eintragung berufen. Auf die Bekanntmachung kann ich mich berufen, auch wenn ich nie gelesen habe. Die letzte Aussage ist richtig, auf das Schweigen des Registers kann man vertrauen. Das heißt negative Publizität. Negativ heißt Schweigen. Negativ heißt das Fehlen einer Bekanntmachung. Und das ist geregelt wo in § 15? Die negative Publizität. Ja? In Absatz 1. Ja, § 15 Absatz 1. Wenn etwas nicht eingetragen oder nicht bekannt gemacht worden ist, kann ich mich darauf nicht berufen. So, dann schauen wir uns mal die beiden anderen Absätze von § 15 an.
Warum kommen wir nie auf 60? Ja. Gut, wenn die 60 nicht zu erreichen ist, dann schauen wir mal. Die erste Aussage, 15 Absatz 2 gilt nur zugunsten des Eintragungspflichtigen. Wichtig, Absatz 1 und Absatz 3 wirken jeweils zu Lasten des Eintragungspflichtigen. Absatz 2 sagt, wenn eine Sache richtig eingetragen und richtig bekannt gemacht ist, kann ein Dritter nicht behaupten, er wusste nichts davon. Er wird also so behandelt, als hätte er Kenntnis gehabt. 15 Absatz 2 gilt nur für wahre Tatsachen. Das ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut. Da können Sie nämlich lesen, ist die Tatsache eingetragen und bekannt gemacht worden. Das bezieht sich auf eine eintragungspflichtige Tatsache. Und die unrichtige Bekanntmachung ist ausschließlich in Absatz 3 geregelt. 15 Absatz 3 stellt auf die Eintragung ab. Da habe ich gerade gesagt, nein, 15 Absatz 3 bezieht sich ausdrücklich und im Wortlaut nach nur auf die Bekanntmachung. Die Bekanntmachung muss falsch sein. Die Eintragung ist bei 15 Absatz 3 komplett egal. Ob da das Richtige steht, das Falsche steht, gar nichts steht, dasselbe steht, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, die Bekanntmachung muss von der Realität abweichen. Und schließlich, 15 Absatz 3 wird teleologisch reduziert. Das stimmt, nämlich in welchem Punkt wird die Norm teleologisch reduziert? Warum muss man die Norm teleologisch reduzieren und in welchem Punkt? Ja? Mit dem Veranlassungsprinzip. Ja. Zu Lasten desjenigen, das eigentlich alles gar nichts dafür kann oder da eingetragen wurde und ich damit rechnen musste, dass ich dann nicht sage, kann das Bild trotzdem zu seinen Lasten. So ist es. 15 Absatz 3 ist zu reduzieren durch das sogenannte Veranlasserprinzip. Wenn die fehlerhafte Bekanntmachung nicht zurechenbar verursacht worden ist, kann man das dem Eintragungspflichtigen nicht zum Nachteil halten. Wenn also jemand Sie einfach ins Handelsregister einträgt, ohne dass Sie irgendwas zu tun haben, kann man nicht Ihnen hinterher entgegenhalten, das war eingetragen und deshalb bist du dran. Die fehlerhafte Bekanntmachung wirkt nur dann zu Ihrem Nachteil, wenn Sie irgendwie zurechenbar für diese Sache einen Grund gesetzt haben. Das kennen Sie aus dem BGBAT, zum Beispiel bei der abhandengekommenen Willenserklärung oder beim fehlenden Erklärungsbewusstsein. Auch da brauchen Sie eine zurechenbare Verursachung des Rechtsschadens. Das heißt, es muss irgendwie veranlasst worden sein. Das war das Thema Handelsregister. Viel mehr müssen Sie dazu nicht wissen. Sie sehen, das ist total wenig, was man wissen muss im Handelsrecht. Handelsrecht ist ganz einfach. Dann haben wir aber gesprochen über den Vertragsschluss. Und spätestens da waren Sie total verwirrt, weil da ganz viele verschiedene Sachen kamen, nämlich Handelsbräuche, Bestätigungsschreiben, 362 HGB und Auslegungsregeln. Was ist davon hängen geblieben? Das schauen wir mal, indem wir uns mit 362 HGB beschäftigen. BGB ist Erfüllung, aber hier geht es um 362 HGB. Jetzt kommen wir an die 60 wieder. Das ist irgendwie statistisch seltsam. 58, 59 und 60. So. Also, meine Damen und Herren,
Die Regelung gilt nicht analog für alle Verträge eines Kaufmanns, insbesondere nicht für Kaufverträge, sondern welche Art von Verträgen brauchen Sie für 362 HGB? Was sagt die Norm ganz ausdrücklich? Ja? Was? Ja, dessen Geschäfte. In der Tat. Also wir brauchen Verträge, die die Besorgung von Geschäften für andere mit sich bringt. Und dann, wenn derartige Geschäfte angetragen werden, muss er unverzüglich die Ablehnung erklären. 362 HGB bezieht sich also auf Geschäftsbesorgung im weitesten Sinne. Und Geschäftsbesorgung im weitesten Sinne meint jede Dienstleistung. Ja? Dienstvertrag oder Werkvertrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag. Eins von den dreien. Nicht Kaufvertrag, nicht Darlehensvertrag, sondern es muss eine Geschäftsbesorgung im weitesten Sinne sein. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass es im BGB eine vergleichbare Regelung in 663 gibt. 663 ist im Auftrag. Der Auftrag ist eine unentgeltliche Pflicht für jemand anderen, ein Geschäft zu besorgen. Und im BGB gibt es eine Regelung, die sagt, wenn ich öffentlich sage, ich erfülle eure Aufträge und jemand kommt zu mir, dann muss ich unverzüglich die Annahme oder Ablehnung erklären. Was ist der Unterschied zwischen der Regelung im BGB und der Regelung im HGB? Gibt es einen Unterschied oder ist es dasselbe? Ja? Ja, also 362 HGB bestimmt eine Annahmefiktion. Ja. Unterscheidet die Norm von 663. Was ist denn die Rechtsfolge von 663? Ja, 663 sagt, er ist verpflichtet, es unverzüglich anzuzeigen. Und was, wenn er es nicht macht? Ja, jedenfalls keine Annahmefiktion. Jedenfalls keine Annahmefiktion. Und was ist es dann? So, jetzt hier Sie als Experten in Schuldrecht 1. Was passiert denn dann, wenn man eine Pflicht verletzt? Ja? Ja, man muss nach 280 Absatz 1 den durch die Pflichtverletzung entstehenden Schaden ersetzen. Und das heißt, man muss ihn so stellen, als hätte man rechtzeitig abgesagt. Das heißt, man muss das negative Interesse ersetzen, nicht das positive. Während im HGB wird so getan, als hätte man Ja gesagt. Das heißt, man muss den Vertrag sogar erfüllen. Im BGB nur Schadensersatz, im HGB Erfüllung. Ja, die Aussage haben Sie alle richtig erkannt, das steht ja auch im Gesetz. Die Regelung bewirkt, dass ein Schweigen als Annahme gilt. Und zwei von Ihnen sagen, die Regelung ist verfassungswidrig. Ja, es ist ja so, Staatsrecht 2, Grundrecht, da kann man immer sagen, ist alles verfassungswidrig. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist nicht der Fall. Die greift weder in Eigentum noch in Beruf so ein, dass man sagen kann, das ist alles des Teufels. Das darf man so machen. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt auf meiner Liste eben, Handelsbräuche. Handelsbräuche, was ist das denn überhaupt? Das ist schon fast philosophisch. Was ist ein Handelsbrauch? Ja, was ist ein Handelsbrauch? Handelsbräuche sind kein Gewohnheitsrecht. Was ist denn Gewohnheitsrecht? Bei wem haben Sie im ersten Semester gelernt, was Gewohnheitsrecht ist? Bei allen, jeder macht das.
im öffentlichen Recht und im Zivilrecht. Was ist denn Gewohnheitsrecht? Wer von Ihnen kann mir sagen, was Gewohnheitsrecht ist? Wie wird eine Sache zu Gewohnheitsrecht? Ja? Dass es keine positivrechtliche Regelung gibt und die dann aber trotzdem eine Praxis, die immer weiter als Recht betrieben wird und nach einer bestimmten Zeit gibt es dann auch zum Recht ein Gewohnheitsrecht. Aha. Also Sie sagen, wenn man es oft genug macht, dann wird es irgendwann Recht. Also wenn ich immer wieder auf irgendjemanden einprügel, irgendwann habe ich ein Recht. Ja doch, es gibt kein Gesetz, was sagt, ich darf das. Aber irgendwann habe ich sogar drauf reingehauen, bis es heißt, das macht er immer jeden Tag. Ja, es gibt kein Gesetz, was es verbietet. Es gibt aber einen Artikel 2.1, der sagt, ich kann machen, was ich will, wenn nichts verboten ist. Ja? Es muss allgemein anerkannt sein. Und zwar als was muss es allgemein anerkannt sein? Was muss die Allgemeinheit meinen von der ganzen Sache? Ja, als Recht muss es anerkannt sein. Die Leute, das gehen die Leute, sehen Sie hier, das ist Gewohnheitsrecht. Man geht, wenn es schlecht ist. So, die Leute müssen meinen, es ist das Recht. Das Recht sagt, das ist so und so. Die Leute müssen überzeugt sein, die Rechtslage ist XY, auch wenn es nicht geschrieben ist. Es reicht nicht, dass sie sagen, das machen wir immer so. Sondern die müssen davon ausgehen, das ist die gesetzliche Vorgabe oder die richterliche Vorgabe. Davon müssen die Leute ausgehen. Die müssen davon überzeugt sein, dass es Recht ist. Und das ist auch das entscheidende Merkmal, was bei den Handelsbräuchen fehlt. Die Leute machen das nicht, weil sie meinen, dass es Recht ist, sondern sie machen es schlicht deshalb, weil sie sagen, das ist so üblich, das machen wir immer so. Aber nicht, weil sie von einer rechtlichen Wirkung ausgehen. Sie halten das nicht für Recht, sondern sie halten das einfach für zweckmäßig. Dann, Handelsbräuche wirken nur zulasten von Personen, die sie kennen. Nein, der Witz dabei ist ja gerade, an den Handelsbrauch sind alle Kaufleute in der Branche gebunden, auch wenn sie den nicht kennen. Was gibt es denn hier zu tuscheln? Handelsbräuche wirken als Auslegungsmaßstab. Das haben wir besprochen. 346 ist eine Sonderregelung zu 157, wo drin steht Verkehrssitte. Und Verkehrssitte unter Kaufleuten sind unter anderem die Handelsbräuche. Und wir haben gelernt, Handelsbräuche können dispositives Gesetzesrecht verdrängen, wenn es unter bestimmten Kaufleuten üblich ist, dass bestimmte Regelungen nicht angewandt werden, zum Beispiel dass Verzug ohne Mahnung eintritt oder ähnliches, dann wird das verdrängt und es wird so getan, als gäbe es eine entsprechende Vereinbarung. Ja? Das sind Handelsbräuche. 346 HGB. Und jetzt kommen wir noch zu Ihrem Lieblingsthema, dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben. Das lieben Sie alle sehr. Bald ist keiner mehr da. Da hinten gehen die Leute raus. Hm. 47, 48, 53, 54. Ja. Ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben kann fehlende Vertretungsmacht überwinden. Sie erinnern sich, ich habe angedeutet, das kaufmännische Bestätigungsschreiben wirkt als Genehmigung im Sinne von 177 BGB. Das heißt, wenn ein Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Vertrag aushandelt und der Geschäftspartner schickt ein Bestätigungsschreiben an den Vertretenden und der Vertretende reagiert nicht, dann wird der Vertretende so behandelt, als hätte er ausdrücklich das Geschäft genehmigt nach 177. Ja? Ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben kann fehlende Geschäftsfähigkeit überwinden. Die Antwort lautet ganz klar, nichts kann fehlende Geschäftsfähigkeit überwinden.
Wenn Sie verrückt sind oder Kind sind, sind Sie optimal geschützt. Das kriegen Sie nie überwunden. Da können Sie noch so viele kaufmännische Bestätigungsschreiben aufsetzen. Nichts überwindet fehlende Geschäftsfähigkeit. Ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben darf keine Abweichung zur vorherigen Einigung enthalten. Das klingt fast richtig. Aber es darf keine Abweichungen enthalten, wo man davon ausgeht, dass sie erheblich sind. Wenn man sich im genehmigungsfähigen Umfang bewegt und sagt, okay, plus 0,1 oder 1%, dann ist das noch zulässig, weil man davon ausgeht, im kaufmännischen Verkehr ist es üblich, dass man so eine gewisse Toleranzschwelle hat. Und der letzte Punkt, der tut mir in der Seele weh hier. 27 Leute sagen, eine Auftragsbestätigung ist ein Fall eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens. Was ist denn bitte schon eine Auftragsbestätigung? Was ist eine Auftragsbestätigung? Die Annahme eines Angebots. Die Annahme eines Angebots. Das heißt, Sie schicken einen Antrag auf Abschluss eines Vertrages einen Kaufmann und der schickt Ihnen eine Auftragsbestätigung zurück und damit sagt er, ich nehme den Antrag an. Ein Bestätigungsschreiben liegt dagegen nur vor, wenn beide Parteien davon ausgehen, dass der Vertrag vorher schon mündlich geschlossen worden ist und nur noch der Inhalt zur Klarstellung einmal schriftlich niedergelegt werden soll. Auftragsbestätigung bringt den Vertrag erst zustande, weil es die schriftliche Annahme ist. Bestätigungsschreiben bestätigt den schon erfolgten Vertragsschluss. Der Vertrag ist also vorher geschlossen, der wird dann nochmal bestätigt. Klar der Unterschied? Gut. Und dann haben wir noch dieses Wirrwarr an Auslegungsregeln gehabt und Modifikationen. Gucken Sie sich das nochmal hier kurz an, das kriegen Sie in 2 Minuten hin, das ist ja einfach. Der Weg zum 18-Punkte-Examen. Wenn Sie diese Fragen alle beantworten und richtig beantworten, dann steht dem 18-Punkte-Examen nichts mehr im Wege. Aber nur wenn alle richtig sind. Ein Fehler kostet sich schon 9 Punkte. So, zu spät. Oh, oh, oh. Also, ein Kaufmann kann Grundstücke mündlich veräußern. Welche Form braucht man für die Veräußerung von Grundstücken? Wo steht das? Sie brauchen die notarielle Beurkundung, 311b, Absatz 1, Satz 1, BGB. Das gilt auch für Kaufleute. Da gibt es keine abweichende Regelung. Auch Kaufleute müssen zum Notar, wenn sie Grundstücke verkaufen. Wo es aber eine Sonderregelung gibt, ist in der Tat für die Bürgschaft. Die Bürgschaft, die ist in der Tat möglich. Es gibt aber ein Problem in diesem Fall. Wer ist denn der Kaufmann in diesem Fall, also wessen Handelsgeschäft steht in Rede? Um wessen Handelsgeschäft geht es, wenn sich der Gesellschafter einer OHG mündlich verbürgen will? Wer darf sich mündlich verbürgen? Überlegen Sie mal, wer ist der Kaufmann im Sinne des HGB? Habe ich eben gesagt, es gibt 2 Kaufleute. Nämlich, einer geht nach § 6 Absatz 1. Wer ist danach Kaufmann? Sechs Absatz 1, wer ist danach Kaufmann? Ja. Die OHG selbst. Ich habe aber auch gesagt, wer ist auch Kaufmann im Sinne des HGB? Anders als beim Geschäftsführer der GmbH. Der Gesellschafter.
Der Gesellschafter der OHG. Und jetzt die Frage, warum darf der sich da nicht verbürgen? Mündlich. Gucken wir mal in die Norm. Welche Norm im HGB sagt, dass sich Kaufleute auch mündlich verbürgen dürfen? Oder dass die Schriftform für die nicht erforderlich ist, um es deutlich zu sagen. Wo steht das? Dass sich ein Kaufmann mündlich verbürgen kann. Ja? 350. Und was setzt 350 voraus? Auf welche Art von Geschäften findet 350 Anwendung? Ja. Ja, und was sind Handelsgeschäfte? Wo haben wir das gesehen? Wo steht, was Handelsgeschäfte sind? Ja. In 343. Und was setzt ein Handelsgeschäft voraus? Ja? Ein Handelsgewerbe. Ein Handelsgewerbe, das hat die OHG. Aber was ist das Wichtige? Nur welche Geschäfte sind Handelsgeschäfte? Alles, was ein Kaufmann macht, von morgens bis abends, der geht morgens zum Bäcker, kauft sich ein Brötchen, ist das ein Handelsgeschäft für den Kaufmann? Es muss zum Betrieb des Handelsgeschäfts gehören. Und wer betreibt hier das Handelsgeschäft? Betreibt der Gesellschafter selber das Handelsgeschäft? Nein, das Handelsgeschäft wird betrieben von der OHG, also von allen zusammen. Wenn er sich also verbürgt, hat er Pech gehabt, weil es müsste sich die OHG verbürgen oder er für die OHG, also er im Namen der OHG. Wenn er sich persönlich verbürgt, ist das eine Privatbürgschaft. Und Privatgeschäfte sind keine Handelsgeschäfte und damit greift 350 nicht, weil die Voraussetzung Handelsgeschäft nicht vorliegt. Wenn Sie das nicht verstanden haben, ist das nicht schlimm, das machen wir in 3 Minuten nochmal. Vorletzter Punkt, das tut mir in der Seele weh. Also, dass die Antwort davor alle angekreuzt haben und die Antwort nur wenige. Diese Antwort ist richtig. Eine Beschränkung einer BGB-Vollmacht wirkt auch gegenüber dem Geschäftspartner. Das bedeutet, wenn ich Ihnen sage, gehen Sie runter zum Jurishop und holen Sie mir einen Kakao für 59 Cent und Sie holen mir einen für 1 Euro, dann muss ich den nicht bezahlen. Ich bin nicht wirksam vertreten worden. Sie haben die Vertretungsmacht überschritten, sind damit Vertreter ohne Vertretungsmacht und können sich ja selber den auseinandersetzen. Ja? Also im BGB gilt, Sie können genau sagen, was der machen soll. Und wenn der irgendwas anderes macht, kann Ihnen das egal sein, dann sind Sie nicht verpflichtet. Sie können genehmigen, müssen aber nicht. Das ist das BGB. Last but not least, bei Verwendung von AGB gegenüber Kaufleuten findet keine Inhaltskontrolle statt. Wie kommt denn auf die Idee? Also gucken wir mal in 310 Absatz 1 BGB. Endlich mal wieder BGB, toll, Pluspunkt. 310, Absatz 1, Satz 1. Welche Vorschriften sind ausgeschlossen? Gegenüber Unternehmern übrigens, das heißt auch gegenüber Kaufleuten.
alle? Ja? Nein, nur die, die in Absatz 1, Satz 1 genannt sind? Ja, und das sind nicht etwa alle Normen der Inhaltskontrolle. Nämlich 307 bleibt komplett erhalten. Und wenn Sie ein aktuelles Gesetz haben, dürfte da bei Ihnen auch drin stehen, 308 Nummer 1a und Nummer 1b. Da steht nämlich Nummer 1 und dann Nummer 2 bis Ende. Wenn Sie ein altes Gesetz haben, steht es bei Ihnen noch nicht drin. Bei wem steht es nicht drin? Das traut sich keiner nicht zu melden. Sehen Sie, das ist ein Trick. Ha! Also wenn bei Ihnen steht Nummer 1 und Nummer 2 bis Ende, ist es aktuell. Wenn bei Ihnen steht 308, ist es veraltet. Ohne Einschränkung, ohne Nummer, sowieso bis sowieso. So, also merken Sie sich, auch gegenüber Kaufleuten findet eine Inhaltskontrolle statt. Nur bestimmte Katalognummern finden keine Anwendung. So, wir nähern uns dem großen Finale. Sie erinnern sich, dann kam Professor Noack. Ja, das war ich nicht, Sie haben das vielleicht verwechselt, aber das liegt an der Brille. Und der hat mit Ihnen Vertretung gemacht. Und zwar hat er mit Ihnen hoffentlich das alles gemacht. Welche Sonderregelungen zur Vollmacht, ja, Vollmacht, finden Sie im HGB? Vollmacht definiert in 166 Absatz 2 BGB. Ja, das ging ja jetzt schnell. Und Sie sehen, der Scheinkaufmann ist A im HGB überhaupt nicht geregelt. Der Scheinkaufmann hat überhaupt keine Regelung, weder im HGB noch sonst wo. Und zweitens, selbst wenn er da geregelt wäre, wäre es kein Fall der Vollmacht, sondern es wäre ein Fall einer Eigenschaft einer Person. Das ist keine Vollmacht, keine Vertretungsmacht. Also das ist in doppelter Hinsicht falsch, das schon mal nicht. Dann die Ladenvollmacht. Die Ladenvollmacht klingt ja schon nach Vollmacht. Aber was ist das Problem mit dem 56 HGB? Warum ist das kein Fall einer Vollmacht? Ja? Ja, weil er nicht rechtsgeschäftlich begründet ist, sondern Rechtsschein. Wer in einem offenen Warenlager oder in einem Laden angestellt ist, das ist ein reiner objektiver Rechtsscheinstatbestand. Das ist keine Willenserklärung, die sagt, du darfst nicht vertreten. Damit kein Rechtsgeschäft, damit keine Vollmacht. Dann die Handlungsvollmacht, 54 HGB, selbstverständlich. Wieso gibt es Leute, die sagen, das gehört nicht dazu? Aber immerhin, die Prokura hat gewonnen, wie Sie sehen, mit 59 Stimmen. Die Prokura ist in der Tat richtig, aber die Handlungsvollmacht ist genauso richtig. Und wenn man nur eine sagt, dann hat man halt die Hälfte falsch. Gut, aber wir können es ja noch ein bisschen schwieriger machen. Weil Sie alle Prokura wollten, kriegen Sie jetzt auch Prokura. Ha, das hat Herr Noack mit Ihnen so gründlich gemacht, das können Sie jetzt alle. Das hat er mit uns nicht gemacht, sagen wir jetzt. Da hatten wir hier einen Stargast. Er sieht, wie der Schweiß hier auf den Stirn glitzert. Stresssituation. Panik. Das hat er gar nicht gemacht. Das hat er mit Sicherheit mit Ihnen gemacht. Und wenn nicht, dann kriegt er Ärger. Das werde ich Ihnen dann vorhalten, wenn das jetzt falsch ist. So, 67 Antworten. Also, keine ist falsch. Keine ist deshalb falsch, weil es im Gesetz anders drin steht. Das ist schon mal ein relativ starkes Argument. Und zwar
Worauf bezieht sich die zweite Aussage? Wie nennt man das, wenn der Geschäftspartner und der Prokurist beide positiv davon wissen und zum Nachteil des Kaufmanns zusammenwirken? Das nennt man Kollusion. Und Kollusion hat zur Folge, dass der Vertrag nach 138 Absatz 1 BGB nichtig ist. Das heißt, die Einschränkung ist deshalb beachtlich, weil der Vertrag einfach nichtig ist. Dann die sogenannte Filialprokura. Warum geht das? Wo steht das? Habe ich mir das ausgedacht? Oder steht das vielleicht im Gesetz? Wenn das Herr Noack sieht, dann weint er. Ich werde ein Video einspielen nächste Stunde machen, wie er heulend an seinem Computer sitzt. In Absatz 3 steht das, aber das geht ja nur, wenn die Firma anders ist. Das steht ja in der Frage nicht raus. Natürlich. Das, die Aussage ist, kann man die Tätigkeit auch hier für eine Filiale machen? Antwort, ja. Kann man, weil es im Gesetz drinsteht. Für eine Filiale, und danach kann man die Firma auch noch ändern. Das kann man ja gleichzeitig machen. Kann er ja hingehen und sagen, ich gehe den Prokura und gebe der Filiale den Namen Bonn Süd. Lidl Bonn Süd. Das geht natürlich nicht. Beschränkung auf branchenübliche oder gewöhnliche Geschäfte. Sie wissen, der Prokurist darf alles. Auch der Prokurist im Lebensmittelladen darf Darlehen vergeben, Bürgschaften erteilen und keine Ahnung was. Was aber auf jeden Fall geht, ist, Sie können zwei Prokuristen zusammenkoppeln, so wie siamesische Zwillinge, dass die nur noch gemeinsam auftreten dürfen. Wie nennt man das, wenn man mehrere Prokuristen so aneinander klemmt und sagt, keiner darf allein, sondern ihr müsst immer zu zweit oder zu dritt oder zu viert auftreten? So ist es. Gesamtprokura im Sinne von 48.2. Dann reicht das Auftreten des einzelnen Prokuristen nicht. Der andere muss zustimmen. Ja? Prokura. Toll. Jetzt habe ich Ihnen eben schon gesagt, es gibt nicht nur die Prokura, sondern es gibt die Handlungsvollmacht auch. Und natürlich habe ich dazu auch eine Frage vorbereitet. Sie sehen, ich habe alles durchdacht. Es kommt alles mal dran. Die Handlungsvollmacht. Das können wir nicht als Klausur werden hier. Wir haben alles behandelt. Eigentlich könnte ich das als Klausur stellen. Zack, zack, ein paar Kreuze setzen und schon haben alle bestanden. Das ist die Führerscheinprüfung. So. 35, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60. Wenn Sie sich fragen, was da unten zählt, das sind die Leute, die abstimmen. Ja? Also das ist die Grundmenge. Also wenn da jetzt gleich steht 53, dann haben immerhin 11 was anderes gewählt. Die Prokura ist jederzeit widerruflich, während die Handlungsvollmacht auch unwiderruflich erteilt werden kann. Woraus ergibt sich, dass die Prokura nicht unwiderruflich erteilt werden kann? Ja? So ist es. Aus 52 ist jederzeit widerruflich. Woraus ergibt sich, dass ich die Handlungsvollmacht unwiderruflich erteilen darf? Ja? Aus dem BGB. Aus dem BGB. Weil die Handlungsvollmacht ist nur eine andere Bezeichnung für die BGB-Vollmacht, die für ein Handelsgeschäft erteilt worden ist, nämlich entweder für bestimmte Geschäfte, für eine bestimmte Art von Geschäften oder für alle Geschäfte. Nur die Prokura, nicht aber die Handlungsvollmacht wird eingetragen. Ja, woraus ergibt sich das, dass die Prokura eingetragen werden muss? Ja, aus dem HGB. Erster Tipp. Ja? 53.1, die Prokura-Erteilung wird eingetragen. 53.2, auch das Erlöschen wird eingetragen. Die Prokura ist übertragbar, die Handlungsvollmacht nicht. Was soll das denn überhaupt heißen? Wie überträgt man denn eine Prokura, indem man als Prokurist jemand anderen bevollmächtigt? Kann man als Prokurist eine Prokura erteilen?
Wer kann die Prokura erteilen? Nur der Kaufmann persönlich. Nur der Kaufmann persönlich, das heißt keine Kettenprokura, und der Prokurist kann seine Prokura auch nicht weitergeben. Was darf der Prokurist machen? Was kann der Prokurist machen, wenn er jemand anderen schicken will und nicht persönlich den Vertrag schließen will? Eine Handlungsvollmacht erteilen. Das heißt, der Prokurist kann Handlungsvollmachten erteilen. Kann ich denn eine Handlungsvollmacht übertragen? Also. Ja, das kommt darauf an, wie die Vereinbarung lautet. Wenn die Möglichkeit besteht zur Einräumung einer Untervollmacht, geht das, sonst nicht. Das heißt, Sie müssen durch Auslegung den Willen ermitteln. Darf der jemand anderen schicken oder kommt es gerade auf die Person des Vertreters an? Und jetzt kommt der völlig verwirrende Satz. Die Prokura muss durch den Kaufmann persönlich erteilt werden, während Handlungsvollmacht auch einen Bevollmächtigten erteilen darf. Antwort: Ja, das haben immerhin 46 von Ihnen gesehen. So, jetzt haben wir es auch fast hinter uns. Einen habe ich noch, nämlich den hier. Zur Firma habe ich nur eine ganz einfache Frage. Da können Sie sich zurücklehnen. Irgendwas hängen geblieben. Ja, was kommt denn da raus? Der Missbrauch der Vertretungsmacht ist im Handelsrecht besonders wichtig, weil der Sorgfaltsmaßstab für Kaufleute hoch ist. Ist das der Grund, warum der Missbrauch der Vertretungsmacht im Handelsrecht besonders wichtig ist? Was denken Sie? Wohl nicht, denn sonst wäre es nicht falsch. Warum ist der Missbrauch der Vertretungsmacht im Handelsrecht besonders wichtig und im BGB nicht so wichtig? Das, was wir immer mit Evidenz und Kollusion haben. Ja? Weil die Summen ganz andere sind. Das glaube ich nicht, dass es das Entscheidende ist. Es gibt einen viel einfacheren Grund. Warum kommt es im BGB meistens nicht auf Kollusion oder Evidenz an? Bei Nichtkaufleuten. Ja, weil da die Vollmacht beschränkbar ist. Weil da die Vollmacht ohnehin mit Außenwirkung beschränkt ist und das heißt, der Vertretende ohnehin nicht verpflichtet wird. Das heißt, ich brauche diese Regel nicht. Und warum ist es im HGB anders? Ja? So ist es. Weil die Prokura gar nicht wirksam beschränkt werden kann, außer in den Fällen, die wir eben hatten, und weil man bei der Handlungsvollmacht als Geschäftspartner grundsätzlich geschützt ist, und das heißt, auch da die Beschränkung im Innenverhältnis grundsätzlich keine Außenwirkung hat. Der Sorgfaltsmaßstab hat damit nichts zu tun, weil der Geschäftspartner muss ja nicht mal Kaufmann sein. Es geht ja nur darum, dass der Vertreter des Kaufmanns Prokurist ist oder Handlungsbevollmächtigt. Die Prokura wird mit eintragungswirksam. Was haben wir über die Eintragung der Prokura gelernt? Ist das ein Wirksamkeitsmerkmal? Sie ist nur deklaratorisch. Die Prokura ist wirksam erteilt mit der Erklärung. Die Prokura ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Das reicht. Die Handlungsvollmacht ist im Außenverhältnis unbeschränkbar. Das stimmt nicht. Die Prokura ist im Außenverhältnis bis auf die genannten Fälle unbeschränkbar. Was ist denn bei der Handlungsvollmacht? Wie wird der Schutz da gewährt? Die sind in Typen einschränkbar. Die sind in Typen einschränkbar. Und was ist der zweite wesentliche Unterschied zur Prokura? Ja? Wenn sie im Innenverhältnis eingeschränkt ist, auch Auswirkungen hat, wenn der andere Teil es weiß. So ist es. Unabhängig von Kollusion ist die Handlungsvollmacht gegenüber Dritten nur dann sozusagen unbeschränkt, wenn dieser gutgläubig ist. Das heißt, er muss gutgläubig sein und nicht wissen oder wissen müssen, dass da eine Beschränkung besteht.
Und die Vertretungsmacht von Ladenangestellten ist ein Sonderfall einer Rechtsscheinsvollmacht? Ja, das heißt also keine Vollmacht, sondern schlicht Rechtsscheinszurechnung. So, letzte Frage, dann haben wir diesen Teil hinter uns. Wir haben in der sechsten Stunde behandelt Name, Firma, Unternehmenskennzeichen und Marke. Sie erinnern sich alle an Dennis und Dennis Harder. Ich kann es euch mal einspielen. Ja. Ich lade ihn demnächst hier ein, live, on stage, zu Weihnachten vielleicht. Dann haben wir hier einen vollen Raum endlich mal wieder. Dennis in Konzert. Die Law Clinic der Stars. Entertainment Law Clinic. So. Und? Kasam. Eine Firma kann auch als Marke verwendet werden. Zum Beispiel Coca-Cola bezeichnet einerseits den Gegenstand, das was in der Flasche drin ist, andererseits aber auch das Unternehmen. Damit ist es gleichzeitig Firma und Marke. Das Unternehmen heißt Coca-Cola Inc. Und das Zeug heißt Coca-Cola. Dann ist beides geschützt, das eine als Marke, das andere als Firma. Eine Firma hat stets einen Rechtsformzusatz. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, wenn Sie Christian Müller heißen, dann ist Ihre Firma Christian Müller E.K. eingetragener Kaufmann. Streitig ist es, was ist, wenn Sie nicht eingetragen sind, aber eingetragen sein müssten, also nach § 1 Absatz 2, großes Unternehmen sind, dann sagen die Leute, müssen Sie den Firmenzusatz NEK führen, nicht eingetragener Kaufmann. Ja? Gut, aber es ist nicht, glaube ich, entscheidend, das war jetzt nur so irrelevant. Zwei Unternehmensträger können die gleiche Firma haben. Sie erinnern sich an P und C. P und C Düsseldorf und P und C Hamburg. Der Grund dafür ist ganz einfach, die einen sind hier tätig, die anderen dort. Die Identität wird nur am selben Ort geprüft nach § 30. Sie können also, was weiß ich, hier ein Unternehmen haben, was so heißt wie irgendwas Hamburgermäßiges. Also nicht McDonald's, sondern im Sinne von Stadt Hamburg. Jeder Mensch kann nur eine Firma haben. Nein, Sie können ganz viele Firmen haben. Für Ihr Schuhgeschäft haben Sie eine andere, als für Ihr Restaurant, als für Ihre, was weiß ich, Schafproduktion. Sie können sich für jede Situation eine eigene Firma aussuchen. Demgegenüber, eine GmbH kann nur eine Firma haben. Eine GmbH darf nur eine Firma haben. Wenn Sie mehrere Tätigkeiten haben wollen, müssen Sie mehrere GmbHs gründen. Oder die laufen alle unter der gleichen Firma. Fanta wird ja auch von Coca-Cola hergestellt und nicht von der Fanta Company. Ja? So, das ist alles, was Sie wissen müssen. Wenn Sie das alles wissen, dann haben Sie schon mal 85% Handelsgeschäfte. Was kommt noch? Wir machen noch Handelskauf. Kaufrecht, Ihr Lieblingsthema. Haben Sie seit dem ersten Semester immer wieder gehört? 433... Und 474 kommt also alles nochmal. Wir machen Sachenrecht. In einer Stunde machen wir 90 Minuten, haben das ganze Sachenrecht verstanden. Dann gehen Sie zu Herrn Brinkmann und sagen, 90 Minuten reichen völlig. Ja? Dann machen wir M&A in der 10. Stunde. Das Highlight in diesem Jahr noch. Machen wir M&A. Sie werden alle sehen, Sie werden Großunternehmen fusionieren nach dieser Veranstaltung. Dann machen wir ein bisschen voraus, nächstes Jahr ZPO. Auch 90 Minuten, da haben Sie die ganze ZPO verstanden. Arbeitsrecht, auch 90 Minuten. Herr Waltermann wird sich freuen, dass wir hier alles schon abgehandelt haben. Das ist ganz groß. Dann machen wir hier für Sie, ganz wichtig, internationales Handelsrecht. Denn Sie wollen alle den FIS Moot Court machen und UN-Kaufrecht machen. Da haben wir eine Stunde, da haben Sie es einmal gehört, danach können Sie da Sieger werden. Also, als ich da noch aktiv war, Team aus Düsseldorf, da sind wir nach Hongkong gefahren und da sind wir auf Platz 6 gekommen. So, nach dieser Sache werden Sie ganz groß rauskommen. Und dann haben wir noch so viel Zeit, dass wir Klausurtraining machen können, dass Sie nochmal kurz ein paar Examensklausuren durchgehen und dann kann Ihnen nichts mehr passieren. Dann können Sie direkt ins Examen gehen und kriegen da 18 Punkte. Ja,
Wir haben gesehen, wir haben jetzt alles, was da oben drin steht, sehen Sie das? Alles, was im oberen Abschnitt steht, haben wir schon erledigt. Fertig. Feierabend. Wir sind jetzt im unteren Abschnitt und machen hier nur noch allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte und Handelskauf. Mehr ist das nicht. Ich habe da nichts weggeschnitten, das ist alles. Also Sie staunen hier, das ist super. Wir wiederholen, was setzt ein Handelsgeschäft voraus? Und da gucken wir in 343 und stellen fest, wir brauchen erstmal einen Kaufmann. Ja, das habe ich vor ungefähr 10 Minuten gesagt. Toll, also das ist super, in dieser Veranstaltung kommt alles 10 Mal, bis es irgendwann die im Schlaf können. Wir brauchen einen Kaufmann, Paragraphen 1 bis 6. Sie brauchen zweitens ein Geschäft, denn das heißt hier sonst Handelsgeschäft. Und Geschäft meint hier nicht Rechtsgeschäft im Sinne von Vertrag, sondern Geschäft heißt jede rechtlich relevante Handlung, einschließlich geschäftsähnlicher Handlungen, vorvertraglichen Schuldverhältnissen oder auch reiner GOA. Und schließlich muss dieses Geschäft zum Betrieb des Handelsgewerbes gehören. Das bedeutet, es gehört nicht zur Privatsphäre und Sie merken sich, eine Aktiengesellschaft und eine GmbH haben kein Privatleben. Ja? Eine GmbH hat kein Privatleben. Die geht nicht abends nach Hause und kocht Essen oder geht am Wochenende in die Disco. Die GmbH hat kein Privatleben. Ein Mensch, ein Einzelkaufmann, hat dagegen ein Privatleben. Der kauft für seine Enkel Weihnachtsgeschenke, der geht abends essen, der schließt ein Premiere, nee, der ist ein Sky-Abo ab, der kauft Netflix, der ist ganz toll. Das ist alles Freizeit. Das Unternehmen, ja. Nicht eine Aktie, der kauft gleich ganz. So. Damit Ihnen das in der Klausur aber nicht so schwer fällt, hat der Gesetzgeber für Sie 344 geschrieben, nämlich einen Paragraphen weiter. Und der sagt, von einem Kaufmann vorgenommene Handelsgeschäfte gelten im Zweifel als zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehörig. Abgesehen davon, dass es furchtbares Deutsch ist, will diese Regelung uns sagen, wenn im Sachverhalt nichts steht, ist alles, was der Kaufmann macht, Teil seines Handelsgeschäfts. Das heißt, der Kaufmann muss beweisen, dass er das nur zu privaten Zwecken gemacht, sonst wird unterstellt, dass er es zu kaufmännischen Zwecken gemacht hat. Wenn in Ihrer Klausur also nichts drinsteht, ist es ein Handelsgeschäft. Wenn es ein Privatgeschäft wäre, müsste es drinstehen. Jetzt können wir nochmal einen Test machen, so ein bisschen BGBAT. Was ist denn, wenn der Kaufmann ein Auto kauft, was er zu 30% für sein Handelsgewerbe und zu 70% zur privaten Aktivität, um seinen Kindern in den Urlaub zu fahren oder Ähnliches nutzt. Also 30%, um zum Geschäft zu kommen und Kunden zu besuchen und 70% privat. Und das kann er auch genau so beweisen. Frage, ist der Kauf dieses Autos dann ein Handelsgeschäft oder ist es kein Handelsgeschäft? Ja, Sie sehen ein bisschen geistige Aktivität müssen Sie heute noch an den Tag legen, obwohl es schon spät ist. So spät noch nicht, dass Sie nach Hause müssen. Wir haben noch viel vor sich. Ja, 30% Arbeit, 70% Freizeit. Handelsgeschäft, ja oder nein? Das ist das Flugzeug, was gleich daneben einen einstürzt. So. Ja. Bitte. Ja, das ist das Problem mit Dual Use. Ja, und woraus entnehmen Sie das? Das ist halt so. Das hat Gott uns so mitgeteilt. Wir können dazu in ein Gesetz gucken, was Sie alle schon kennen, nämlich das BGB. Und da gucken wir mal in Paragraph 13. Ah. Endlich gucken wir mal ins BGB wieder rein. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
ist voll klein. Ja, und welches Wort ist in Paragraph 13 BGB entscheidend? Das hängt davon ab, ob Sie ein altes oder ein neues Gesetz haben. Bei manchen steht es drin, bei manchen steht es nicht drin. Ja, das Wort überwiegend. Und was sagt uns das Wort überwiegend in Paragraph 13? Was ist es, wenn es überwiegend nicht zu einem gewerblichen Zweck ist? Dann ist es ein Verbrauchergeschäft. Und da wir wissen aus dem Handelsrecht, ein Verbrauchergeschäft ist gerade kein Handelsgeschäft, heißt es, wenn es überwiegend privat ist, ist es kein Handelsgeschäft. Das heißt, Sie können erkennen anhand von Paragraph 13, dass es auf das Überwiegen ankommt. Wenn Sie sich ein Lehrbuch gekauft haben sollten, gegen meinen ausdrücklichen Rat, dann wird das da wahrscheinlich falsch drin stehen, weil die Lehrbücher alle zu alt sind. Ha! Deshalb sind Sie hier und hören mir zu und lernen das richtig, statt dass Sie auf irgendwelche uralten, schlechten Bücher vertrauen. So. Muss man das auswendig lernen? Nein, weil es in 343 drinsteht, Kaufmann, Betrieb seines Handelsgewerbes. Mehr brauchen Sie dazu nicht zu wissen. Wer Kaufmann ist, haben wir auf dieser tollen Folie zusammengefasst. Denn eine Folie reicht für alles. Paragraph 1 sagt nach Art und Umfang groß. Wichtig, und Umfang, ja. Paragraph 2, 3, 5 sagen, wer im Handelsregister eingetragen ist, nämlich entweder freiwillig eingetragen, Landwirte, was sie nicht wissen müssen, weil Bauern spielen in Klausuren keine Rolle, oder jemand, der mal groß war, sich hat eintragen müssen, dann klein geworden ist, aber immer noch drinsteht, das ist Paragraph 5. Und 6 Absatz 1 HGB bezieht sich auf GmbH und Aktiengesellschaft, das ist dann für Gesellschaftsrecht mit Herrn Koch. Ein Highlight Ihres Studiums, aber jetzt nicht. So. Der Betrieb eines Handelsgewerbes als Merkmal kommt Ihnen vielleicht bekannt vor aus Paragraph 54, wenn es nämlich um die Generalvollmacht im Handelsrecht vorgeht, die Generalhandlungsvollmacht. Auch da ist gemeint der konkrete Betrieb des konkreten Kaufmanns. Also was zu dessen Unternehmen gehört. Nicht was zum Betrieb irgendeines Unternehmens gehört. Und dann haben wir noch 344 Absatz 2. Der ist ganz interessant, weil wenn Sie Absatz 1 und Absatz 2 vergleichen, dann entdecken Sie, in Absatz 1 stehen zwei Worte drin, die in Absatz 2 nicht drin stehen, nämlich im Zweifel. Ja, in Absatz 2 steht nicht im Zweifel, sondern Absatz 2 gilt auch ohne Zweifel. Sobald Sie einen Schein haben, der vom Kaufmann unterschrieben ist, gelten diese auch nicht im Zweifel als im Betrieb des Handelsgewerbes erstellt. Der Schuldschein des Kaufmanns gilt unwiderleglich als im Betrieb seines Handelsgewerbes gehörend. Wenn er was anderes will, muss er das ausdrücklich auf den Schuldschein draufschreiben. Absatz 2 ist also strenger als Absatz 1. Und jetzt kommen wir zu den schweren Regelungen. 345. 345 sagt, auf ein Handelsgeschäft, das für einen der beiden Teile, ja, für einen der beiden Teile ein Handelsgeschäft ist, kommen die Vorschriften über Handelsgeschäfte für beide Teile gleichmäßig zur Anwendung, soweit sich aus diesen Vorschriften ein anderes ergibt. Das bedeutet Folgendes: Wenn ein Kaufmann etwas an einen Verbraucher verkauft, gelten die Vorschriften des HGB auch für den Verbraucher, wenn es nicht vorrangige Normen im BGB gibt oder die HGB-Norm sagt, dass sie nur für beiderseitige Handelsgeschäfte gilt. Solche Normen haben wir schon kennengelernt, zum Beispiel 346 HGB. Handelsbräuche gelten nur, wenn beide Kaufleute sind. Es gibt aber auch Normen, wo das nicht drinsteht, und die gelten dann, wenn nur einer Kaufmann ist. Zum Beispiel dieser tolle Fall. Verbraucher K. kauft bei der V GmbH ein neues Auto. Liegt ein Handelsgeschäft vor.
So ist es. Eine GmbH ist nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz immer Kaufmann, egal was sie tut. Und eine GmbH hat auch kein Privatleben, also ist jedes Geschäft der GmbH automatisch ein Handelsgeschäft. Und ob der andere Kaufmann ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Der K muss nicht Kaufmann sein, damit es für die GmbH ein Handelsgeschäft ist. Jetzt wird es schwieriger. 360 HGB. Findet 360 HGB Anwendung? Damit Sie sehen, was da drin steht. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Ware geschuldet, so ist Handelsgut mittlerer Art und Güte zu leisten. Ware bedeutet bewegliche Sache und Handelsgut mittlerer Art und Güte heißt, es muss den üblichen Erwartungen entsprechen, die im Handelsverkehr am Leistungsort gelten. Findet 360 HGB auf unseren Fall Privatmann kauft Auto bei Autohändler zu privaten Zwecken. Anwendung. Was sagen Sie dazu? Sagen Sie dazu? Ja? Ich würde sagen schon, da es ja sich um ein Handelsgeschäft handelt und sich diese Paragraphen auf Handelsgeschäft beziehen. Ja, in der Tat findet Anwendung, also er muss ein Auto besorgen, was den üblichen Erwartungen im Handelsverkehr am Leistungsort entspricht. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie das Auto bei Daimler in Stuttgart kaufen, muss es halt den Gegebenheiten bei Daimler entsprechen. Wenn Sie es dagegen hier kaufen, den Gegebenheiten hier, wo es dann kein Daimler-Werk gibt. Allerdings nur dann, wenn der Schuldner Kaufmann ist, wenn Sie also was bei, wie heißt das, Rebuy.com verkaufen, ja, verkaufen was an einen Unternehmer, müssen Sie natürlich keine Handelsware beschaffen. Also wenn der Verbraucher Sache übereignen muss, greift die Norm für ihn nicht. Letzte Frage, findet 371 HGB Anwendung? Jetzt sagen Sie, was steht da drin? Das steht da drin. Sie kennen alle aus dem BGB 273, wo drin steht, bei einem Zurückbehaltungsrecht können Sie die Leistung verweigern, bis der andere seine Leistung bewirkt hat. 371 sagt, der Gläubiger kann sich aus dem zurückbehaltenen Gegenstand befriedigen, indem er dann verkauft. Das heißt, er hat einen Gegenstand, den er eigentlich herausgeben muss, und statt ihn herauszugeben, verkauft er den, weil der andere nicht bezahlt. Das heißt, der Käufer bezahlt nicht und daraufhin geht der Verkäufer hin und verkauft das Auto an jemand anderen und verlangt vom Käufer die Differenz. Das ermöglicht 371 HGB. Frage, gilt das auch, wenn der Käufer Verbraucher ist? Antwort? Antwort? Ja, auch hier kommt es nicht darauf an, ob der Käufer seinerseits Kaufmann ist. Es reicht, wenn einer der beiden Kaufmann ist und die Norm findet zum Nutzen und zu Lasten beider Parteien gleichmäßig Anwendung. Ja? Also auch der Käufer könnte, wenn er jetzt einen alten Wagen verkauft hätte, diesen alten Wagen an jemand anderen verkaufen und das dann nach 371 verrechnen. Das heißt, die Norm findet auf beide Parteien Anwendung. So, jetzt kommt der entspannte Teil, das geht jetzt ganz einfach. Was ist der gesetzliche Zinssatz?
Der gesetzliche Zinssatz ist geregelt in 246 BGB und er beträgt sage und schreibe 4% pro Jahr. Und im HGB ist der gesetzliche Zinssatz, wenn es ein beiderseitiges Handelsgeschäft ist. Das heißt, wenn beide Kaufleute sind, unheimlich hoch, er beträgt nämlich dann 5%. Ja? Also quasi ein Viertel mehr. Ein Viertel von 4% ist 1%, also ein Viertel höher als ein BGB. Wichtig nur für beiderseitige Handelsgeschäfte. Wo spielt der eine Rolle? Bei der Verzinsung von Aufwendungen. Wenn Sie einen Aufwendungsersatzanspruch haben, zum Beispiel aus 670 BGB, dann wird der verzinst mit dem gesetzlichen Zinssatz ab Tätigung der Aufwendung. Das heißt, Sie kriegen entweder 4% oder 5%. Zweitens Werklohn. Sobald Sie ein Werk im Sinne des Werkvertrages angenommen haben und abgenommen haben, müssen Sie 4% bzw. 5% zahlen, unabhängig von Verzug, unabhängig von Mahnung, 30 Tage oder sonst was. Und last but not least, im Deliktsrecht eine ganz tolle Norm 849, Verzinsung für Wertersatz oder Minderung bei Sachentziehung oder Sachbeschädigung. Wenn also jemand Ihr Auto demoliert, dann kriegen Sie 4% ab dem Tag der Schädigung für den Wertverlust. Ja? Wahnsinn! Und das sind alle Fälle im gesamten deutschen Recht, wo der gesetzliche Zinssatz Anwendung findet. Gut. Zweite Frage, die wir behandeln, zu 71a. Wann muss man zahlen? Die EU hat zwei Richtlinien gemacht, nämlich eine von 2000, eine von 2011. Ich hoffe, Sie haben alle die tolle Fahne bewundert. Und diese Richtlinien beschäftigen sich mit dem Problem, dass die armen kleinen Unternehmer von ihren Kunden gequält werden. Sie kennen das, der Küchenstudio-Mensch, der die Küche installiert, der alle Sachen bezahlt bei seinen Lieferanten, also bei den Möbellieferanten, bei den Gerätlieferanten, und dann sagt der Kunde, die Griffe hängen ein bisschen schräg, ich zahle nicht. Und dann wird dann die Zahlung hinausgezögert um so ein, zwei Jahre und die ganze Zeit ist der Küchenstudio-Lieferant in Vorkasse getreten, wird in Insolvenz getrieben und ist traurig. Und schuld sind nur die bösen Kunden. Besonders böse sind der Staat. Der Staat ist nämlich, hat eine schlechte Zahlungsmoral und verzögert die Zahlung locker mal um 6 bis 12 Monate immer. Und das wollte die EU verhindern und hat dazu Richtlinien erlassen. Und diese Richtlinien wurden umgesetzt, insbesondere in 271a BGB. Und 271a BGB sagt, die Gegenleistungsforderung oder auch Entgeltforderung, achten Sie bitte auf die Rechtschreibung, Entgelt mit 2T, also nicht Ent wie Ende und auch nicht Geld wie Euro, sondern wie vergelten. Deshalb mit Ent mit T und Geld auch mit T. Ja, das ist kein Rechtschreibfehler, das ist richtig so. Eine Entgeltforderung, und bei einer Entgeltforderung können Sie vereinbaren, wann zu zahlen ist. Sie können also sagen, zahlbar 30 Tage ab Rechnungserhalt. Wenn Sie aber vereinbaren, dass die Zahlung mehr als 60 Tage nach Rechnungserhalt erfolgen soll, dann ist diese Vereinbarung nur zulässig, wenn sie ausdrücklich erfolgt und wenn sie nicht grob unbillig für den Gläubiger ist. Und dass sie nicht grob unbillig ist, müssen Sie beweisen. Also derjenige, der zahlen muss, muss beweisen, dass die lange Zahlungsfrist den Zahlungsberechtigten nicht unzumutbar benachteiligt. Das Ganze können Sie verlängern, wenn es noch eine Abnahme- und Überprüfungsfrist gibt, um weitere 30 Tage, das heißt maximal 90 Tage. Alles andere müssen Sie begründen. Wenn Ihnen die Begründung nicht gelingt, ist die komplette Zahlungsfrist unwirksam und es greift dann 271, dann müssen Sie sofort zahlen. Das heißt, es geht nicht runter auf 60 Tage, sondern runter auf 0. Sofort. Verbrauchsgüterkauf, da muss der Verkäufer und der Käufer unverzüglich leisten und es gibt eine Höchstfrist von 30 Tagen nach Vertragsschluss. Und ich habe Ihnen eben schon gesagt, es gibt diese 308 Nummer 1a und Nummer 1b,
Die sagen Ihnen, in AGB ist nicht 60 Tage die höchstmögliche Frist, sondern sage und schreibe 30 Tage. Das heißt, es halbiert sich einfach. Sie sehen, das war nicht so schwer. Verzug, Sie kennen Verzug aus dem letzten Semester. Verzug prüfen Sie im Rahmen von 280.1 als Pflichtverletzung und Sie kommen dann über 280 Absatz 2 zu 286. 286 BGB ist keine Anspruchsgrundlage, denn sie löst auch weitere Folgen aus, nämlich 287 eine verschärfte Haftung, 288 eine Zahlung des Verzugszinses und 289, den uns aber nicht interessiert. Verzug ist einfach zu prüfen. Sie prüfen, es muss eine Leistungspflicht vorliegen. Das heißt, eine Pflicht auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen. Diese darf nicht erfüllt sein. Das muss der Schuldner zu vertreten haben. Und Sie müssen haben entweder eine Mahnung oder eine Klageerhebung oder einen Mahnbescheid oder einen Termin, der verstrichen ist oder eine ernsthafte Verweigerung oder ganz ausnahmsweise eine Abwägung der Interessen. Und Sie wissen, die EU hat hier in Absatz 3 reingeschrieben, bei Entgeltforderungen, wichtig wieder das Wort Entgelt, gilt 30 Tage nach Rechnung. Das heißt, auch ohne Mahnung ist nach 30 Tagen Verzug. Ja, was eine Mahnung ist, wissen Sie auch, geschäftsähnliche Handlung und keine Fristsetzung. Sie können also sagen, zahl sofort, liefer sofort, das ist eine Mahnung. Ja, und den Rest machen wir dann in der nächsten Woche. Dann behandeln wir auch den Handelskauf und dann haben wir die komplette Liste behandelt, wenn Sie sich richtig erinnern. Und dann können Sie übernächste Woche was Einfaches machen.